Bam, Freunde, da sind wir wieder. Hoch die Hände, Wochenende. Es ist Freitag, das heißt, es gibt eine neue Episode von Fraglets Fight, meinem persönlichen Lieblingsformat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe immer wahnsinnig Bock drauf, wenn ihr mir die absolut verrücktesten Fragen stellt, die euch einfallen. Muss nicht immer MMA-bezogen sein, ist es aber meistens. Natürlich gibt es auch heute wieder erstmal das beste Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Bevor wir reinspringen, bevor wir mit der ersten Frage anfangen, muss ich ganz kurz nochmal ein dickes, fettes Dankeschön loswerden. Manchmal bin ich wirklich, ja, fassungslos, überwältigt von dem Support, den ich bekomme. Natürlich, es geht nicht nur um Abos, es geht nicht nur um Klicks, es geht nicht um Mitgliedschaften, es geht einfach darum, wie viele Leute das Video genießen, Spaß dabei haben. Natürlich aber auch auf eine besondere Art und Weise mir Anerkennung zukommen lassen, und da habe ich jetzt mal so einen kleinen Bruchteil rausgenommen von Mitgliedern, die, und da ist mir jetzt die Stufe völlig wurscht, ihr seht, das ist hier bunt gemischt, lila Gurt, blau Gurt, weiß Gurt, ein Schwarzgurt haben wir gleich auch mit dabei. Es geht mir mehr um die Gesamtlaufzeit. Ihr seht hier, der DJ ganz oben, 25 Monate am Stück lila Gurt, ich glaube, das sind 4,99 oder sowas. Alter Schwede, für etwas, was ja im Endeffekt gratis kommt auf YouTube. Ja, Werbung kommt, die nervt vielleicht auch manchmal, aber wenn man da entweder YouTube Premium hat oder einfach irgendwie einen guten Adblocker, kann man die Werbung auch umgehen. Hier noch quasi so als extra Wertschätzung über, das sind jetzt 2 Jahre, noch so ein bisschen was extra draufzulegen. Und er ist nicht der Einzige. Also ihr seht, wie weit ich hier runter scrollen kann. Und also über 20 Monate haben wir hier wirklich einige Mitglieder, und das finde ich für so einen kleinen Kanal schon richtig krass, und da wollte ich an dieser Stelle einfach mal ein richtig dickes Dankeschön loswerden. Finde ich persönlich absolut nicht selbstverständlich, deswegen bedeutet mir das auch sehr viel. Lasst jetzt mal die Höhe des Geldes und lasst das mal alles wirklich komplett außen vor. Natürlich weiß ich es zu schätzen, wenn man da die hart verdienten Groschen noch an mich quasi rüberschickt, aber allein diese Geste ist schon der Hammer, und im Zuge dessen bin ich nochmal so ein bisschen zurückgegangen zu meinem allerersten Video. Und ich blende das mal ganz kurz ein hier und werde auch mal den Sound laufen lassen. Zukommen lassen. Mal sehen, wer am Ende recht behält. MMA, UFC, jeder, der es schon mal gesehen hat, weiß. Also ihr seht hier, zur Aufgabe gezwungen, wobei noch komplett ohne Bild, einfach, also ein Bild im Hintergrund von UFC 200, noch ohne irgendwie Videoanimation. Ich war nicht im Bild, kein anderes Video lief. Das war vor mittlerweile 6 Jahren. 214 Aufrufe innerhalb von 6 Jahren, mit Sicherheit begeisternde Zahlen, aber dann seht ihr mal, wie lange ich im Grunde auch schon dabei bin. Die Videos kamen damals noch nicht regelmäßig. Also wenn ich vielleicht vor 6 Jahren schon regelmäßig angefangen hätte, vielleicht hätten wir dann jetzt schon die 8000 Abonnenten und wären nicht bei 7800, aber das ist im Endeffekt ja auch egal. 7800 finde ich auch schon extrem viel. Dafür, dass ich ja so ein Schwafelheini bin und unglaublich lang und unglaublich ausschweifend immer erzähle. Schon richtig krass, dass das jetzt mittlerweile 6 Jahre her ist. Und wenn man dann vielleicht nochmal 4 Jahre in die Zukunft geht und dann insgesamt 10 Jahre irgendwie auf YouTube hier schon so ein bisschen Firlefanz raushaut. Ja, richtig krass. Man kann es ja leider nicht mehr filtern bei YouTube. Man kann nicht mehr auf die Kanäle gehen und filtern die ältesten Videos zuerst, dass man da vielleicht auch ein bisschen so die Entwicklung eines Kanals verfolgen kann. Aber ja, ich habe hier nochmal das erste ausgegraben und komplett anderes Setup, komplett andere Technik. Hab da, glaube ich, wirklich noch in mein Handy reingesprochen. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt haben wir aber genug auf die Tränendrüse gedrückt, genug Sentimentalitäten ausgetauscht. Wir fangen an mit euren Fragen und wir starten mit dem Stefan. Der fragt nämlich, ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass Conor gegen Darius kommt. Was sagst du dazu? Deutet jetzt nicht viel drauf hin. Weder die Gerüchteküche noch beide Fighter haben sich irgendwo in die Richtung geäußert. Es wäre Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet der, ich nenne ihn jetzt mal der leise Treter in dieser Division, der nicht viel Tamtam macht und wo andere Fighter wie Poirier sagen, ja, Benil, der Name ist irgendwie nicht aufregend genug für mich, dass das jetzt unbedingt mein nächster Fight sein muss, wenn ausgerechnet der diese Red Panty Night dann bekommt von Conor McGregor. Und Conor ist mit Sicherheit in der Situation, hat irgendjemand in den letzten Jahren Nein gesagt zu einem Conor-Fight? Er hat
fast schon das Privileg des Champions, dass er sich gefühlt seine Gegner aussuchen kann, dass kaum jemand Nein zu ihm sagt, aufgrund des möglichen Popularitätssprungs, wenn man gegen Conor kämpft. Ich glaube nicht daran, Cowboy hat das ja so ein bisschen bestätigt, dass man jetzt nicht vor Conor, sagen wir mal 100.000 bekommt pro Fight und weil man dann gegen Conor kämpft, die UFC sagt, boah, jetzt kriegst du aber direkt 1 Million. Cowboy hat gesagt, ich habe ja trotzdem meinen Vertrag unterzeichnet und das hat für mich jetzt keinen großen Unterschied gemacht, ob es Conor ist oder irgendjemand anders. Wenn du natürlich gewinnst, und da gibt es Beispiele wie unter anderem einen Poirier, auch einen Khabib Nurmagomedov, einen Nate Diaz natürlich, wo danach die Popularität gefühlt durch die Decke ging. Gerade bei Khabib und bei Nate Diaz war das der Fall, dass man danach natürlich noch deutlich mehr Geld verdienen kann und einfach ein richtiger Star wurde durch diesen Fight, durch die ganze Aufmerksamkeit, die man bekommen hat. Gerade bei Nate war das so ein ziemlich großer Sprung. Vorher waren jetzt nicht diese 20.000, aber vorher schon deutlich weniger verdient als dann nach dem ersten und auch nach dem zweiten Conor-Fight. Das heißt, deswegen lehnen es wahrscheinlich auch keine Fighter ab, weil du einfach die Gelegenheit hast, mit einem Sieg nochmal deutlich bekannter zu werden. Aber die Frage ist ja einfach, möchte Conor diesen Fight? Er kann für mich gefühlt, egal gegen wen, bei 155 Pfund zurückkommen. Gerade in der Top 5, jetzt egal gegen wen vielleicht nicht. Also wenn es jetzt einer außerhalb der Top 15 ist, dann wird es eventuell schwierig. Aber selbst dann würde ich sagen, die UFC ist wahrscheinlich gewillter, einem McGregor dann einen Titelkampf zu geben, als jedem anderen. Aber wenn er zurückkommt und gegen einen Beneil, Chandler, Poirier, Gaethje, die alle schon mal irgendwie über diesen Fight gesprochen haben, auch Charles Oliveira, wenn er einer von denen besiegen kann, kriegt er den Titelfight. Selbst wenn es nicht der Fall ist. Und nehmen wir jetzt mal an, entweder Islam ist Champion und er haut eine Herausforderung raus. Die UFC wird, glaube ich, diesen Strohhalm sofort greifen und versuchen, den Fight gegen Conor zu machen, weil man den Fight gegen Khabib einfach nicht mehr bekommt. Oder andersrum, nehmen wir an, Volkanovski holt sich den Titel. Und der sagt, hey, zwei der anderen GOAT-Kandidaten im Federgewicht habe ich schon besiegt, jetzt will ich den dritten, Conor McGregor, und er fordert ihn heraus. Ist das vielleicht ein Fight, wo Conor sagt, Volkanovski ist hauptsächlich ein Striker, ja klar, kräftiger Kerl, aber auch ein bisschen kleiner als ich. Gut, die Reichweite ist nicht unbedingt so weit auseinander. Ich glaube, die sind sogar gleich auf. Aber das ist eigentlich ein Fight, der mir ganz gut entgegenkommen würde. Würde ich auch nicht nein zu sagen. Ich denke, ein Titelkampf ist für Conor McGregor einfach aufgrund seiner Historie nie sonderlich weit weg. Ein Fight gegen Beneil, ich würde es feiern. Weil ein Sieg gegen Beneil würde mir zeigen, Conor gehört noch nach ganz oben in dieser Division. Und persönlich würde es mich auch freuen für Beneil, wenn er überhaupt die Gelegenheit bekommt, beziehungsweise wenn er diesen Fight dann auch gewinnen sollte und dann nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Dann wird es endlich mal denjenigen treffen, der am wenigsten Palaver gemacht hat, sondern sich immer zurückgehalten hat und einfach nur aufs Kämpfen konzentriert hat, wenn der dann mal am Ende des Tages auch belohnt werden würde. Nächste Frage kommt vom Ali. Glaubst du, ein reiner Schläger, der unter 1,70 Meter ist, hätte eine Chance im Schwergewicht? Geiles Video, bitte mach weiter so. Ich gebe mein Bestes, so weiterzumachen. Danke fürs Kompliment. Also ein reiner Schläger unter 1,70 Meter. Jetzt will ich natürlich keinem auf die Füße treten, der jetzt unter 1,70 Meter groß ist. Fürs Schwergewicht ist das mit Sicherheit nicht die ideale Körpergröße. Derjenige hätte es verflucht schwer. Du schreibst ja schon reiner Schläger, deswegen können wir ja schon viele, viele andere Sachen ausschließen. Wir können ausschließen, dass es jetzt ein guter Ringer ist, dass der Brazilian Jiu-Jitsu herausragend ist, dass er gute Kicks hat. Du sagst ja bewusst, ey, das ist ein Brawler, das ist ein Boxer, der ist unter 1,70, hätte der eine Chance im Schwergewicht. Eine Chance grundsätzlich, ja, kommt immer darauf an, gegen wen er kämpft. Den Titel zu holen, eine lange Siegesserie hinzulegen, ich denke eher nicht. Da sind dann doch der Reichweitennachteil, kein Ringerwissen zu haben einfach, das ist ein zu großer Nachteil, weil früher oder später einzelne Fights kann man jemandem immer geben und sagen, komm, wir schustern dir einen Kampf zu, der vielleicht gewinnbar für dich ist. Aber wenn man eine Siegesserie hinlegen will und eine Division auseinandernehmen möchte und einen Weg zum Titelkampf haben möchte, normalerweise trifft man dann auf unterschiedliche Stilrichtungen und dann wird es schwierig, wenn du sehr, sehr eindimensional bist. Gerade im Jahr 2023 mittlerweile. Da wird es beim MMA nicht mehr einfach. Deswegen glaube ich nicht, dass ein reiner Schläger weit kommen würde. Die Definition von der Puncher's Chance, also dieser Chance mit nur einem guten Treffer, doch einen Fight zu gewinnen, die wäre natürlich trotzdem vorhanden. Auch wenn ich jetzt sage, mit unter 1,70 Meter ist man etwas klein für diese Division, fürs Schwergewicht. Auch fürs Halbschwergewicht, auch fürs Mittelgewicht, vielleicht sogar fürs Weltergewicht. Aber
1,70 Meter, knapp 1,70 Meter heißt ja jetzt auch nicht, dass du jemanden nur irgendwie, also wir sollten auch nicht zu sehr in Extremen denken, dass du einem dann nur irgendwie bis zur Hüfte reichst. Du kämpfst ja da nicht gegen Goro von Outworld, sondern das ist ja okay, der ist dann irgendwie 1,90 oder 2 Meter meinetwegen. 20, 30 Zentimeter Unterschied. Also du kannst trotzdem rankommen, du kannst ihn trotzdem erwischen. Die Chancen aber da wirklich langfristig Erfolg zu haben, die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Die nächste Frage vom David Müller. Wer ist bzw. war deiner Meinung nach der schlechteste bzw. schwächste Champion aller Zeiten? Also sowohl je einmal gemessen am Skillset und je einmal auch im Verhältnis zur Konkurrenz seiner damaligen Gewichtsklasse. Oh, das ist eine Frage. Also ich bemühe mich zumindest, so gut wie jede Frage zu beantworten, wenn ich da irgendwo natürlich auch eine Antwort drauf habe. Aber unter einem der letzten Videos war auch einer, der es kritisiert hat. Ich kann nicht verstehen, dass ihr jemanden um seinen Senf bittet, der offensichtlich von vielen Sachen keine Ahnung hat und sich einfach nur gerne selbst reden hört. Ja, okay, vielleicht ist da auch ein Kern Wahrheit mit drin, aber ich verstehe nicht, warum solche Leute dann juckt. Ja, guckt das Video nicht. Ich denke, ich gehe jetzt einfach mal von meinem Bauchgefühl aus. Die meisten von euch wissen, dass es rein für Skillset-Fragen oder viele, viele andere Fachfragen bestimmt deutlich bessere Adressen gibt, die man vielleicht fragen kann. Ich glaube, ihr schätzt einfach meine Art, an Dinge heranzugehen und auch auf Fragen zu antworten, wie würde es ein Grizzlybär in einem Bomber schaffen, einen Eisbär auf dem Motorrad abzuschießen? Dass ich einfach versuche, auch an solche Fragen analytisch ranzugehen. Um aber jetzt auch zu dieser Frage zu kommen und nicht abzuschweifen. Eine Frage, die ich ja nicht nur sehr ungern beantworte, sondern auch nicht richtig beantworten kann. Es fällt mir sehr schwer damit, einen Champion als schlechtesten oder schwächsten einzustufen. Kam auch schon mal die Frage nach dem schlechtesten oder schwächsten UFC-Fighter. Auch wenn man da vielleicht den einen oder anderen Namen im Kopf hat. Es kratzt schon so ein bisschen an der Respektlosigkeitsschiene. Und das will ich eigentlich nicht machen. Jeder Fighter, der es geschafft hat, irgendwann mal Champion zu werden, hat gewisse Qualitäten mitgebracht, um das zu erreichen. Es wird nicht einfach irgendeiner ohne Talent Champion in einer der größten oder der größten MMA-Promotion der Welt. Jetzt gibt es natürlich Champions, die vielleicht ein bisschen eindimensionaler sind als andere Champions, was die aber vielleicht nicht unbedingt zu schwachen Champions macht. Es kommt halt immer darauf an, gegen wen die kämpfen. Auch jetzt Fighter von früher zu nehmen. Mit welchem Standard messe ich die, auch wenn ich die zum damaligen Standard messe. Es hat ja auch immer seinen Grund, dass man Champion geworden ist. Und für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Matt Serra gegen GSP. Würde ich rein objektiv jetzt sagen, vom Skillset, wenn ich es vergleiche, dass GSP für mich, wenn ich ein Punktesystem hätte, der bessere MMA-Fighter ist. Würde ich persönlich sagen, ja, GSP ist für mich der bessere Fighter. Dass Matt Serra aber trotzdem gewonnen hat und GSP an dem Abend wirklich auseinandergenommen hat, zeigt auch viel, was von der Tagesform abhängig ist, vielleicht auch von der Einstellung, von dem Mindset eines Fighters. Der ist einfach reingegangen mit Serra mit der Einstellung, ich habe nichts zu verlieren. Ich gehe rein und ich lasse meine Fäuste fliegen. Wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, dann halt nicht. Wenn ich untergehe, dann mit rauchenden Colts, weil ich aus allen Rohren gefeuert habe. Zeigt für mich einfach auf diesem Niveau, also das ist für mich ein gutes Beispiel gewesen, weil ich glaube, wenn, auch hier, ich kann es nicht beweisen, ich glaube es einfach, wenn die 10-mal gegeneinander kämpfen, wird GSP diese berühmten 9-mal davon gewinnen. Aber halt für dieses eine Mal und eines Mal dann auch diese Tagesform einfach mit dabei. Und das ist auch das, was MMA für mich interessant macht. Dass auf diesem Niveau jeder jeden an einem guten Tag besiegen kann. Wenn der eine einen Top-Tag hat und der andere vielleicht nicht so einen guten Tag hat oder schlecht vorbereitet ist oder einfach zu selbstsicher ist, dann kann der den kalt erwischen und dann ist das ein Sport, wo das auch passiert. Der sehr, sehr brutal ist und wo das dann einfach auch offengelegt wird, gezeigt wird und ja, dann hast du an dem Tag verkackt und bist für viele dann einfach die Lachnummer, weil du dann da verloren hast. So richtig, es tut mir natürlich auch leid, dass ich die Frage jetzt nicht so richtig beantworten kann oder nicht richtig beantworten möchte, weil ich fühle mich dabei wirklich nicht sonderlich wohl. Da einen Champion jetzt irgendwie als den Schwächsten oder den Schlechtesten einzuordnen. Ich habe das schon mal an anderen Stellen gesagt, man kann im Nachhinein auch jeden Kampfrekord schlecht reden. Egal wie gut dieser Kampfrekord einem erstmal erscheint, wenn man im Anschluss darüber spricht, dann kann man bei jedem irgendwas aussetzen und sagen, ja, aber guck mal, der Gegner war so. Das klappt bei fast allen. Das klappt bei einem GSP, das klappt bei einem John Jones, das klappt bei Khabib Nurmagomedov, das klappt bei Max Holloway, bei Conor McGregor. Wenn ich will,
kann ich bei jedem irgendwo die Haare in der Suppe finden und dann das schlecht drehen und jenes schlecht drehen. Da bin ich kein großer Freund von. Ich glaube, jeder, der es überhaupt mal geschafft hat, Champion zu werden und ganz oben zu stehen, ist ein Ausnahmefighter. Gab es Champions, die vielleicht jetzt auch nicht gegen einen Killer nach dem anderen kämpfen mussten, um überhaupt diese Titelchance zu bekommen? Ja, mit Sicherheit gab es die auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Alex Pereira denke, der sich vielleicht nicht den Weg so nach oben arbeiten musste, über so viele Jahre gegen so Top-Competition antreten musste, wie vielleicht, nehmen wir da jetzt mal einen Anderson Silva als Vergleich, oder weil der auch relativ schnell Champion geworden ist, nehmen wir vielleicht einen Michael Bisping, der einen deutlich längeren Weg hatte zum Titel. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber Alex Pereira hat halt seine Qualitäten, so wie Anderson Silva seine Qualitäten hatte und auch ein Michael Bisping seine Qualitäten hatte. Häufig ist auch eine Frage von so einem Stein-Schere-Papier-Prinzip, wer verteidigt dann seinen Titel gegen wen, wer schafft es, wen zu besiegen. Das kann man gefühlt fast beliebig verschieben. Keine Frage, die ich jetzt schlussendlich so beantworten kann, wie du das vielleicht erhofft hast, dass ich jetzt aufzähle, ja, Rich Franklin war nicht gut und der war nicht gut. Das waren alles herausragende Fighter. Danke für deine Videos, Paco, sehr gerne. Mich würde deine Meinung über Kimbo Slice und seinen Werdegang interessieren. Denkst du, der Wechsel ins MMA war die falsche Entscheidung? Puh, das ist schon eine kleine Kopfnuss. War es die falsche Entscheidung? Ich denke, zum damaligen Zeitpunkt war dieses Hinterhofboxen einfach, ist er dem Ganzen entwachsen. Da wollte man was anderes sehen. Da wollte man mehr sehen von Kimbo Slice. Da war ja dieses Internetphänomen. Dann tauchte er plötzlich bei The Ultimate Fighter auf, wurde von Bas Rutten trainiert und dann kam die Frage auf, hey, kann dieser Typ wirklich vielleicht mithalten in einem MMA-Käfig, trotz seines begrenzten Skillsets? Wenn man jetzt die Infos hat, die wir heute haben, hätte vielleicht damals schon Kimbo Slice versuchen können, so eine Nummer wie jetzt Bernacle FC auf die Beine zu stellen und das Ganze in den Mainstream zu bringen. Also nicht zu wechseln vom Hinterhofboxen zum MMA, sondern Hinterhofboxen einfach weit nach vorne zu bringen und da Regeln mit reinzupacken, Referees mit reinzupacken, den Jungs Handschuhe anzuziehen, den Jungs, oder keine Handschuhe, sondern Hosen und zumindest ein paar Bandagen drüber zu ziehen, einfach, dass die so einen Wiedererkennungswert haben, die in einen Ring zu packen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, weil Kimbo Slice natürlich ein großes Zugpferd gewesen wäre, mit seiner Bekanntheit, die er halt über das Internet erlangt hat. Kimbo war ein sehr markanter Typ, der einen hohen Wiedererkennungswert hatte. Damals, ich kann mich auch noch erinnern, Freunde und ich, wir haben da auch einen seiner, weiß nicht, ob es der erste Fight war, aber einen seiner ersten Fights auch im Hinterhof gesehen mit diesem Bare Knuckle und da haben wir auch direkt gesagt, boah shit, der Typ, der sieht aber krass aus und ich glaube, wir haben es damals noch, kennt ihr noch die Seite E-Baums World? Da haben wir, glaube ich, auch ein paar von den Videos gesehen. Und damals hat man dann auch so gedacht, also vielleicht auch so ein etwas verschobenes Bild gehabt von, boah, war das denn so ein gefährlicher Typ oder vor wem musst du dich denn dann vorsehen? Dann hat er ja diesen Fight gegen, wie ist der nochmal, Gannon, glaube ich, gegen den Polizisten gehabt, der auch zumindest ein bisschen Grappling beherrschte. Und dann hat man auch gesehen, als Kimbo dann ein bisschen die Luft ausgegangen ist, wie man so jemanden dann auch kriegen kann. In dem einen Fight, den wir gesehen haben, sah der fast unbesiegbar aus. Da haben wir gesagt, boah, alter Schwede, gegen den hättest du direkt die Hosen voll, wenn du gegen den antreten musst. Ja, hat sich dann rausgestellt, wenn du sowas in Anführungsstrichen langweiliges wie Ringen oder Judo beherrscht, hättest du den wahrscheinlich damals schon auseinandergenommen. Der Wechsel war zu spät halt für Kimbo, um wahnsinnig erfolgreich zu werden in der UFC. Also, weil die meisten, glaube ich, von so einem Internetphänomen, den man dann schon kennt, die Erwartungshaltung haben, boah, der wird bestimmt aufräumen. Wenn jetzt morgen, weiß ich nicht, Dwayne The Rock Johnson sagen würde, ich wechsle zum MMA, den meisten Gelegenheitsfans oder die normalerweise gar nicht die UFC verfolgen oder MMA verfolgen, den würde nicht durch den Kopf gehen, boah, der ist fast 50, dem würde durch den Kopf gehen, boah, ist doch The Rock. Der hat doch Black Adam gespielt, der wird bestimmt aufräumen. Das gab es damals auch bei Scott Adkins, als der die Boyka-Filme gedreht hat. Da haben auch viele unter des Videos geschrieben, weiß ich noch, boah, der würde aufräumen in der UFC, der würde die alle vermöbeln, zusammenschlagen. Nee, würde der nicht. Hätte der sich vielleicht irgendwann mal statt einer Karriere im Filmgeschäft für eine Mixed-Martial-Arts-Karriere entschieden, damit meine ich jetzt nicht Taekwondo oder andere Sachen, die er gemacht hat, sondern wirklich als MMA-Kämpfer, vielleicht wäre er erfolgreich gewesen. Die Anlagen sind mit Sicherheit da. Der Typ ist eine Maschine. Aber zu sagen, jetzt als Schauspieler, weil der halt diese ganzen wilden Kicks und sowas beherrscht und auch die Basics vom MMA zu sagen, der würde aufräumen und UFC-Champion werden, das ist halt eine Illusion.
Und auch bei Kimbo war es, glaube ich, vermessen zu glauben, dass der jetzt nur mit Boxen in die UFC kommt und da mehr als den ein oder anderen Funfight gewinnt, geschweige denn da irgendwo einen Titel holt. Im Nachhinein betrachtet, es hat seiner Popularität mit Sicherheit geholfen und damals war es die richtige Entscheidung. Mit dem Wissen von heute hätte Kimbo wahrscheinlich eine sehr, sehr gute eigene Promotion auf die Beine stellen können, nur mit Bareknuckle-Boxen. Weiter im Programm, wie würdest du den Gameplan für beide Fighter bei diesem Fight sehen? Khabib gegen Burns bei 170 Pfund über 3 Runden. Fände ich ein sehr interessantes Matchup, da sich ja sowohl Usman als auch Khamzat kaum auf den Boden mit Burns getraut haben, richtig. Meiner Meinung nach ist er mit der Einzige, dem ich zutraue, eine ernsthafte Chance gegen diesen russischen Ringerstil zu haben. Was sagst du dazu? Gar nicht schlecht, dein Tipp. Burns bringt halt Sachen mit seinem Brazilian Jiu-Jitsu und seiner Power, die ihn halt wirklich zu einem unangenehmen Gegner machen. Weil das Einzige, was er vielleicht in diesem Fight gegen jemanden wie Khabib nicht oder auch gegen Khamzat nicht unbedingt entscheiden kann, ist, findet der Kampf im Stand oder auf dem Boden statt. Was ein großer Vorteil für die andere Seite ist. Burns ist aber auf beiden Feldern fast schon gleich gefährlich. Bleibst du mit Burns im Stand, ist das Risiko da, dass der Typ dich ausnockt. Also dass der dich erwischt mit einem guten Treffer, er hat Power und dann liegst du. Gehst du mit ihm auf den Boden und machst vielleicht nur einen kleinen Fehler, sei es beim Einstieg in einen Takedown oder auf dem Boden bei einem Positionswechsel, holt er vielleicht eine Submission. Dass auch Burns durchaus weiß, dass es für ihn den einen oder anderen vielleicht Endgegner gibt, hat man für mich so ein bisschen gesehen im Fight gegen Demian Maia, wo Burns auch wusste, warum soll ich mich auf dieses gefährliche Feld auf dem Boden begeben, wo Maia vielleicht sogar Vorteile hat, aber auf jeden Fall definitiv gefährlicher ist als im Stand. Ich halte den Fight auf den Füßen. Was Burns gefährlich macht, ist, dass er halt sowohl oben als auch unten gleichermaßen diesen Fight beenden könnte. Gameplan, fangen wir mal an mit, also 3-Runden-Fight. Bleiben wir mal dabei, weil du das jetzt als Rahmenbedingungen angegeben hast. 170 Pfund ebenfalls. Khabib sollte versuchen, auszunutzen. Meiner Meinung nach, so würde ich an die Sache jetzt herangehen, wenn ich da irgendwie ein Coach bin, bin ich natürlich nicht. Darauf zu spekulieren, dass Burns sich halt durchaus verausgabt und im späteren Kampfverlauf nicht mehr so gefährlich ist, sowohl im Stand als auch auf dem Boden, wie in der ersten Runde, wie in der zweiten Runde. Viele Powerpunches herauszulocken, ist natürlich ein gefährliches Spiel, aber ihn nicht in Positionen zu bringen, wo er glänzen kann. Also nicht in so eine Distanz zu gehen, wo er mit seinen Powerpunches kommen kann, aber auch nicht unbedingt mit ihm auf dem Boden zu landen. Das heißt, im Grunde auch hier das zu machen, was Khabib sehr gut macht, ihn versuchen, am Käfig irgendwo festzunageln und nicht unbedingt auf den Boden zu bringen, ihn da vielleicht ein bisschen weich zu klopfen und dann erst im späteren Kampfverlauf in Runde 2 oder 3 den Fight auf den Boden bringen und dort dann versuchen, mit Ground and Pound ein Finish zu erzielen. Burns auf der anderen Seite sollte versuchen, einfach den Käfig im Rücken, also jetzt als klaren Konter dazu, den Käfig im Rücken zu vermeiden, den Fight in der offenen Distanz zu halten, wo es vielleicht gefährlicher sein kann, wenn jemand auf einen offenen Takedown reinshootet und versucht, da irgendwie einen Double-Leg-Takedown, Single-Leg-Takedown zu holen, dass er da mit einem Knie oder irgendwie kontern kann und auch mehr Möglichkeiten hat, vielleicht mit einem Choke zu agieren, als vielleicht jetzt am Käfig. Oder halt einen Knockout zu erzielen. Einfach in diesem freien Feld, wenn noch ein bisschen Distanz da ist, das dann auszunutzen. Burns sollte sich nicht verausgaben, nicht zu früh diese All-In-Power-Punches nehmen, denn dann wird er halt dementsprechend schnell müde. Wäre ein sehr interessanter Fight. Ich bin auch bei dir. Burns hat durchaus die Anlagen, so einen Fight auch für sich zu entscheiden, weil er, wie gesagt, auf allen Ebenen gefährlich ist. Das, was er halt nicht entscheiden kann, wo findet der Kampf statt, spricht dann halt hier in diesem Fall für seinen Gegner, für Khabib Nurmagomedov. Nächste Frage. Wie war für dich das MMA-Jahr 2022? Hauptsächlich auf UFC bezogen. Ich schaue auch hauptsächlich UFC, um ehrlich zu sein. Plus dein größter Wunsch, welcher Kampf nächstes Jahr in der UFC stattfinden muss und noch nicht feststeht. Und was denkst du, gegen wen wird Jiří um den Titel kämpfen, wenn er wieder fit ist? Würde mich freuen, wenn du das beantwortest. Ich feiere deine täglichen Videos. Bitte mach weiter so. Also das MMA-Jahr 2022 war geprägt von immer wieder großen Überraschungen. Für mich waren gerade, ich sage das jetzt aus dem Kopf heraus, manchmal trügt einen da ja auch die eigene Erinnerung, auch das Jahr der teilweise etwas kleineren Cards, die absolut überrascht haben. London ist mir da definitiv im Kopf geblieben, aber es gab auch einige Banger-Cards mit den Nummern hinten dran. Also gefühlt gab es deutlich mehr richtig
also 75-25 würde ich sagen. Wenn überhaupt 25% schlechtere Cards, aber ein überwältigender Großteil für mich waren gute Cards mit sehr, sehr guten Fights seitens der UFC, was die da auf die Beine gestellt haben. Mein Wunsch für nächstes Jahr, ja, vielleicht teilweise etwas aktivere Champions, weil wir jetzt natürlich dieses Jahr auch, wenn wir jetzt aufs Schwergewicht schauen, da war relativ wenig Bewegung drin. Beim Halbschwergewicht, da hat es auch immer ein bisschen gedauert, bis diese Fights gekommen sind. Also erfrischender vielleicht, wie das Izzy Usman teilweise auch gemacht haben, dass man da vielleicht auch alle 3 Monate mal jemanden sieht, dass ein Champion schafft, vielleicht 3-4 Mal seinen Titel zu verteidigen. An konkreten Wünschen, oder bleiben wir erstmal bei Prochaska, ich denke, dass er im Sommer zurückkehren wird. Oh, ist ein schwieriger Fight jetzt, Hill gegen Glover. Gönnen würde ich es Glover, weil ich das Gefühl habe, dass es für ihn eine der letzten Chancen. Aber irgendwie Bauchgefühl sagt mir, Hill wird ihn ausnocken. Und dann wird Prochaska gegen Hill kämpfen. Aber Bauchgefühl ist im Großteil der Fälle nicht so viel wert. Was ich mir wünsche fürs nächste Jahr, oder falls nicht mehr, ich hoffe, wir sehen Jones wieder in einem UFC-Ring, Octagon, dass er definitiv wieder kämpft. Ich hoffe, dass wir Conor wieder sehen, weil seine Fights, No-Brainer, immer geil. Dass Tony einen würdigen Abschied bekommt aus der UFC, beziehungsweise auch mal wieder gewinnen kann und dann vielleicht seine Karriere langsam auslaufen lässt und dass die Niederlagenserie nicht weitergeht. Dass einige Fighter einfach belohnt werden. Dass ein Benil seine Chance zumindest mal bekommt auf den Titel, ob er das dann schafft oder nicht, sei dahingestellt. Dass die ganzen jungen Wilden in den jeweiligen Divisionen, ein Tsarukyan, ein Topuria, dass die ihre Gelegenheiten bekommen, dass Fighter wie Espinel verletzungsfrei bleiben und wir einen qualitativ hochwertigen Kampf Espinel gegen Garn sehen werden. Also ich habe da ein ganzes Bündel voller Wünsche, was ich mitbringe. Viele Fights, die ich sehen möchte. Vor allen Dingen aber wirklich möchte ich John Jones wieder im Octagon sehen und bin sehr neugierig, wie er im Schwergewicht performen wird. Yo, Paco, denkst du, dass es in Zukunft weiterhin dabei bleiben wird, dass die meisten MMA-Fighter eine Kampfsportart von klein auf machen und mit 16, 20 Jahren zum MMA wechseln? Oder denkst du, dass es bald fast nur noch Profis gibt, die, seit sie 5 bis 10 Jahre alt sind, voll MMA-Training machen? Ich denke eher Letzteres. Das hat für mich auch damit zu tun, dass jetzt fast jedes Gym, was ich hier auch bei uns in Duisburg und Umgebung sehe, fast jedes Kampfsport-Gym irgendwie schon sowas hat wie Grappling, MMA, Bodenkampf, also noch eine andere Facette. Ich denke, diese traditionelleren Kampfsportarten, sowas wie Taekwondo, Kung Fu, auch Karate meinetwegen, Judo, die sterben immer weiter aus. Die sind, das sehe ich jetzt auch an vielen Punkten, hauptsächlich noch für sehr, sehr junge Kinder interessant. Ich habe auch, also mein Ältester, der geht halt auch zum Kickboxen, geht der. Mir war es egal, ne? Ich und meine Frau haben so ein bisschen drüber gesprochen, was soll er machen und soll er jetzt in die Richtung gehen. Ich habe gesagt, Hauptsache, der macht sportlich irgendwas, wo er auch Spaß dran hat, weil ohne Spaß, wenn ich den jetzt jede Woche irgendwie hinschleifen muss. Ich meine, ich würde auch versuchen, ein bisschen Druck muss dann auch sein, ne, dass er irgendwas machen muss. Er kann sich das natürlich frei aussuchen, aber irgendwas sportlich muss er hinbekommen, also irgendwas sollte er machen. Einfach aus den Gründen, eine Routine drin zu bekommen, gewisse Disziplin zu erlernen, da beim Sport zuzuhören, Anweisungen da auch zu befolgen, bei der Sache zu bleiben. Da war es mir jetzt egal, was es ist. Ob es jetzt Kickboxen war, ob es Kung Fu war, der hätte auch meinetwegen Sumo-Ring machen können. Hauptsache irgendwas, wo er regelmäßig mit dabei ist und bei der Stange bleibt. Ich denke aber, dass diese traditionelleren Kampfsportarten Stück für Stück aussterben werden und wir immer mehr diese Mixed Martial Arts Gyms bekommen werden. Weil natürlich gerade die Altersspanne, sage ich mal so von 12 bis 16, die sehen auch UFC, die sehen McGregor, die sehen Khabib, die sagen, das will ich auch machen. Das ist Sport der Zukunft und also der Kampfsport der Zukunft und das möchte ich trainieren und alle Facetten will ich da trainieren. Deswegen glaube ich schon, dass die Fighter dann auch früher anfangen werden irgendwann. Es wird dann auch diese Wachablösung bei den Jüngeren geben, die dann auch schon mit Grappling anfangen. Und dann haben wir halt die Vollzeitprofis irgendwann, die auch schon von klein auf, von der Pike an, alles gelernt haben. Ob das dann schlussendlich die besseren Fighter sind, muss man auch erstmal gucken. Hat nicht Bruce Lee, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, gesagt, ich fürchte mich nicht vor dem Mann, der 10.000 Techniken einmal gelernt hat. Ich fürchte mich vor dem Mann,
der eine Technik 10.000 Mal trainiert hat. Wenn du halt von klein auf Ringen machst, du machst von klein auf BJJ, du machst von klein auf Boxen, wenn du halt eine Spezialdisziplin hast und irgendwann kommst du dann auch zu den anderen, du wirst nicht in allen gleichzeitig gut sein. Wenn jetzt ein Kind mit 5 Jahren anfängt, MMA zu trainieren, der wird später nicht das Boxen haben von Piotr Jan, die Kicks von Adesanya, das Timing von McGregor, das Grappling von Khabib Nurmagomedov, die Ausdauer von Tony Ferguson. Das kann keiner alles zusammen erlangen. Man spezialisiert sich halt, trainiert mehr für die eine Sache. Es gibt bessere Basics für MMA und schlechtere, meiner Meinung nach. Sehr gute Basics sind für mich wirklich, wenn du ein Grappling-Basis hast, ob es jetzt Ringen ist, ob es sowas ist wie Sambo, ob es jetzt BJJ, Lutta Livre, Judo ist, das ist für mich eine sehr, sehr Grundlage, um anzufangen. Ich glaube schon, dass es mehr MMA-Studios geben wird und dementsprechend besser ausgebildete Fighter, die schon früher auch einen Takedown-Versuch verteidigen können, aber diesen Universal Soldier, der in allen drei Sachen oder in allen Aspekten gleich gut ist, den werden wir trotzdem nicht haben, weil trotzdem hat dein Tag weiterhin nur 24 Stunden und du kannst nur so und so viel Zeit in jede Technik investieren. Hey Paco, was glaubst du, warum ist Conor McGregor bei keiner UFC-Veranstaltung mehr live als Zuschauer dabei? Darf er nicht? Brawl mit Khabib? Oder hat er einfach keinen Bock? Grüße. Muss ich natürlich auch mutmaßen. Ich denke nicht, dass die UFC was dagegen hätte. Ab einem bestimmten Punkt, und ich will jetzt nicht sagen, ja, Conor ist zu arrogant oder ist sich zu fein dafür, aber ich glaube, ab einem bestimmten Level machst du dich vielleicht bei solchen Events automatisch auch ein bisschen rar. Dann kommt es auch, dass du zu Pressekonferenzen zu spät kommst und keiner kann was sagen, weil du weißt, die warten sowieso auf mich, weil ich hier die Show abliefer. Dann machst du dich noch zu etwas noch Besonderem, wenn du halt sagst, ich bin jetzt nicht auf jeder UFC-Card. Am Anfang, neben der Tatsache, dass es natürlich auch geil ist, gratis da einfach die Fight so hautnah mitzuerleben, wollte er natürlich auch irgendwo das Rampenlicht haben. Gefilmt werden, man hat ihn gezeigt, er hat vielleicht noch irgendwas Provokantes gemacht. Gerade im Aufbau zu dem Fight gegen Jose Aldo war er sehr häufig zu sehen. Auch diese berühmte, ikonische Szene, wo er diesen kompletten Fight von, ich glaube, Jose Aldo gegen Frankie Edgar im Stehen sich angeguckt hat. Ja, das sind natürlich solche Spielchen. Als er reingesprungen ist ins Publikum, gut, da hat er selber gekämpft und Jose Aldo ins Gesicht geschrien hat, das sind die Sachen, die hat er einfach forciert, die haben ihn dann auch zum Megastar gemacht. Jetzt hat er diesen Status, jetzt ist er der Megastar, jetzt hat er es vielleicht irgendwo auch nicht nötig, auch wenn das vielleicht arrogant klingt, aber jetzt braucht er das nicht mehr, braucht nicht mehr diese Art der Publicity. Wenn es Twitter nicht gäbe, vielleicht. Twitter ist ein Sprachrohr, wo er das machen kann, wo er Aufmerksamkeit bekommt. Gäbe es das nicht, denke ich, würden wir ihn auch häufiger sehen, einfach weil das dann die einzige Möglichkeit wäre, um Aufmerksamkeit und Presse zu bekommen. Jetzt braucht er das nicht. Jetzt muss er zu keiner UFC-Veranstaltung gehen. Conor ist jetzt natürlich auch jemand, der sehr polarisiert. Wenn du den jetzt irgendwo hinsetzt, seien es jetzt andere Fighter, seien es Ali Abdelaziz, Dominance MMA, seien es jetzt vielleicht auch Fans, die profitieren wollen und Conor irgendwie beleidigen wollen oder irgendwas anderes und dann Presse bekommen wollen, wenn die das filmen, kann die Sache natürlich etwas schwer machen. Geld, Wohlstand sorgt einfach dafür, auch wenn man sich vielleicht nicht verändern möchte, deine Umstände verändern sich. Du triffst andere Leute, du bereist Länder, wo du früher vielleicht nicht von geträumt hast, hast ein Privatjet. Selbst wenn du es nicht wollen würdest, du trennst dich automatisch ein bisschen ab von den anderen Leuten. Damit bist du jetzt nicht besser oder schlechter, aber du hast dann einfach, du führst Stück für Stück scheibchenweise ein anderes Leben und machst dann vielleicht automatisch irgendwann nicht mehr die Dinge, die du früher gemacht hast. Das ist leider der Lauf der Zeit, glaube ich. Wenn ich jetzt morgen im Lotto gewinnen würde, ich würde wahrscheinlich auch nicht, oder ich bin mir sicher, ich würde mein Leben jetzt nicht komplett auf den Kopf stellen, aber es sind dann vielleicht gar nicht keine. Dann sagst du vielleicht ein bisschen größeres Auto, ein bisschen teurere Schuhe, ein bisschen bessere Wurst vom Metzger, ein bisschen teureren Käse und dann peu à peu. Und dann sagst du irgendwann, Moment mal, jetzt kaufe ich mir in so ein abgefucktes Fiji-Wasser für 50 Euro oder sowas für eine Flasche. Das hätte ich früher nie gemacht. Wie bin ich denn dahin gedriftet? Ja, das ist so ein Prozess, der, glaube ich, schleichend einkehrt. Eine Frage vom Italiano-Freak. Was würdest du in der UFC ändern, wenn du dich frei austoben könntest? Also, ich bin der Präsident, um nicht zu sagen der Diktator in der UFC. Ich kann alles machen, was ich will.
Nein, ich würde jetzt nicht sagen, die Ringgirls dürfen gar nichts mehr anziehen, während sie die Punktetafeln zeigen, weil ich will ja auch so ein Event noch irgendwie mit Heranwachsenden oder Kindern gucken können. Fangen wir mal an mit was sehr, sehr Seichtem. So einer Kleinigkeit im Grunde nur. Ich würde dafür sorgen, dass der normale Gürtel Gold bleibt, aber jeder Interim-Gürtel Silber bleibt. Ich glaube, Silber machen die nur, den ist nur der BMF-Gürtel. Da habe ich mich immer gefragt, warum wird es nicht so gehandhabt? Der Interim-Gürtel Silber, der echte in Anführungsstrichen in Gold. Das ist eine kleine Änderung, die ich machen würde. Ich würde was beim Weightcut drehen. Ich würde mich an einem gewissen Wasserwert orientieren, beziehungsweise ich würde sagen, du darfst prozentual, das gibt es jetzt auch schon, dass die Kommission das festlegt, die haben vielleicht einen etwas größeren Rahmen, du dürftest jetzt nicht einen Weightcut machen, wo du, ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel, 50% deines Körpergewichts wieder zulegst. Ich glaube, die haben da eine gewisse Grenze, ich kann euch jetzt die Prozentzahl auch nicht sagen. Wenn du drüber bist, zahlst du da, glaube ich, eine Strafe. Du dürftest dann immer noch antreten, also wenn du jetzt 30 Kilo wieder zunimmst, ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel, das passiert nicht, 30 Kilo wieder zunimmst, dann wird es dafür eine Sanktion geben, vielleicht darfst du dann auch gar nicht kämpfen. Das gibt es jetzt auch schon. Aber ich würde mich so ein bisschen bei One Championship orientieren und sagen, wir messen den Wasserwert, der Fighter im Körper, der darf nie unter eine gewisse Grenze fallen. Das würde einfach diesen brutalen Wasser-Weight-Cut, den viele die letzten 24 Stunden vorher machen, eliminieren. Es sorgt dann mittelfristig dafür, vielleicht beschweren sich einige, aber dass jeder vielleicht eine Gewichtsklasse aufsteigt. Ich glaube, wir haben bessere Kämpfe, gesündere Fighter und weniger verpasste Weightcuts. Das würde ich definitiv mit einführen. Ich würde ein paar Regeln ändern. Ich würde es anpassen, mit die Nummer mit dem Knie zum Kopf. Wenn jetzt jemand komplett mit dem Rücken auf dem Boden liegt, ja, dann will ich auch nicht sehen, dass wie in der WWF früher einer mit so einem Knee-Drop mit dem Knie jemanden den Kopf in die Matte rein zementiert. Aber diese Nummer, du bist im Clinch und du weißt, wenn du jetzt eine Hand auf den Boden packst, du bist safe von dem Knie, das ist für mich Panne. Wenn diese Hand jetzt wenige Zentimeter weiter nach oben geht, dann ist das okay, wenn ich das Knie ins Gesicht baller. Und wenn die Hand ein bisschen weiter runter ist, dann nicht. Das ist für mich so eine Schwelle, die ist Panne. Wenn jetzt jemand deutlich auf dem Boden ist, mit allen Vieren, dann bin ich damit einverstanden. Keine Knie zum Kopf. Aber wenn jetzt da jemand so ein Spielchen draus macht, mit, ja, ich packe ein Knie runter und ich mache eine Hand runter, nein. Da würde ich sagen, kannst du genauso gut ein Knie feuern, wie wenn beide Hände jetzt irgendwie oben wären. Und diese 12:6 Ellbogen. Ich weiß, mit einigen von euch habe ich da schon öfter drüber diskutiert. Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, ob ich jetzt mit ein bisschen schräg komme oder von oben nach unten komme. 12:6 Ellbogen würde ich ebenfalls durchwinken. Ich würde das Ranking transparent machen. Das heißt, ich würde mich hinsetzen mit ein paar klugen Köpfen, klügeren Köpfen als ich, und sagen, wir müssen ein System ausarbeiten, was auch für die Öffentlichkeit Sinn macht. Das heißt, wann bekommst du durch einen Sieg wie viele Punkte? Also du kämpfst gegen jemanden in der Rangliste über dir, dann bekommst du für einen Sieg dementsprechend mehr Punkte. Da würde ich ein Punktesystem aufstellen und sagen, daran halten wir uns komplett transparent, danach gehen wir. Auch bei einem Title Shot würde ich das so transparent gestalten, dass ich sage, Title Shot bekommt grundsätzlich immer derjenige, der auf Platz Nummer 1 steht in dieser Division, außer der hatte jetzt gerade seinen Title Shot, hat den Fight verloren, aber fällt ja dann nicht, weil er den Fight verloren hat, direkt auf Platz Nummer 12. Oder ist verletzt, kann ich antreten. Dann schaue ich logischerweise auf Nummer 2, außer es gelten dieselben Sachen wie bei Nummer 1, der hatte jetzt irgendwie gerade einen Title Shot. Einfach, um das deutlich transparenter zu machen. Ich würde das Bonussystem überarbeiten, der UFC. Ich würde sagen, grundsätzlich für einen Finish gibt es einen Bonus von 50.000, 75.000, was auch immer. Also das ist grundsätzlich, wenn jemand einen Fight finisht, mehr Kohle gibt. Vielleicht macht man es auch prozentual, dass man sagt, prozentual von der Antrittsgage, um vielleicht einige Fighter noch etwas mehr aus der Reserve zu locken, ne, dass du dementsprechend noch mehr bekommst, wobei das blöd wäre für die Fighter, die dafür 10.000, 15.000 antreten, wenn die jetzt irgendwie dann nur 150 Euro bekommen würden, wenn die da einen ausnocken. Da muss es so eine Mindestsumme geben. Aber auf jeden Fall ein Bonus für jedes Finish. Ich würde Sponsoren erlauben, nicht beliebig viele, aber ich würde sagen, pass mal auf, du kannst dir einen auf die Kappe machen, einen auf ein Shirt im Anschluss an den Kampf im Octagon, im Interview. Die Hosen bleiben, damit es vielleicht nicht zu sehr nach Zirkus aussieht, die bleiben erstmal gleich, aber im Anschluss an den Kampf kannst du dein T-Shirt meinetwegen auch vollpflastern mit 2 oder 3 und deine Kappe und meinetwegen auch einen eigenen Energy Drink in der Hand halten.
Einfach um den Fightern etwas mehr finanzielle Freiheit zu gewähren. Und als letzte, einfach nur für meine eigenen persönlichen Belustigung, wieder die alten Pressekonferenzen einführen nach dem Event, wo alle, die natürlich jetzt nicht im Krankenhaus sitzen, alle zusammen auf der Bühne sitzen und da nochmal Interviews geben. Weil das hat immer für jede Menge Zündstoff gesorgt. Eine meiner Lieblingspressekonferenzen, UFC 199 mit Bisping und Rockhold. Wenn die Fighter fit sind, würde ich das wieder einfügen. Das ist natürlich eine Frage, die förmlich dazu einlädt, dass ihr eure Vorschläge raushaut oder meine bewertet, kritisiert. Tobt euch in den Kommentaren aus, so wie ich mich jetzt im Regelwerk austoben durfte. Die letzte Frage für heute, ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Hi Paco, es gibt wirklich nichts Besseres, als deine Videos zu schauen und sich damit vom Fieber abzulenken. Das ist auch so eine Sache. Was das für ein krasses Kompliment ist. Auch bei einigen Leuten, die sagen, Paco, du gehörst schon fast zum Alltag. Abends Let's Fight anschalten und dann mein Gelaber im Hintergrund. Einige, die mich beim Sport hören, beim Gassi gehen, mit dem Hund einfach nur so, beim Spazieren gehen. Einige, wo Familienmitglieder schon fragen, was ist das da für ein Heini, den du dir die ganze Zeit gibst. Das ist krass, das ist komplett. Also mein Verstand kann das gar nicht greifen, dass bei, es sind 7800 Abonnenten, aber ich glaube immer so 2.000, 3.000 schalten regelmäßig ein, dass bei 2.000, 3.000 Leuten jeden Tag irgendwo meine Fresse über den Bildschirm läuft. Absolut unrealistisch für mich. Jetzt zur Frage. Nehmen wir mal an, dass du abends rausgehst und mit dem Auto irgendwo hinfährst. Jetzt stellst du dein Auto in einer gefährlichen Gegend ab. Also einfach in Duisburg, egal wo. Welchem UFC-Fighter vertraust du nun am meisten, dass dieser sich zu einem um dein Auto für kurze Zeit kümmert, also seinen Job gewissenhaft erledigt und wer zum anderen den abschreckendsten Eindruck auf potenzielle Autodiebe hat? Liebe Grüße aus Köln. Gehen wir mal logisch ran, also was bräuchte ich, um jemandem zu vertrauen, dass der mein Auto nicht klaut? Der müsste genug Geld haben, um sich einen besseren zu kaufen, das sind wahrscheinlich die meisten UFC-Fighter. So, wer sieht jetzt wahrscheinlich am angsteinflößendsten aus von den Fightern, die da um mein Auto oder die mein Auto beschützen sollen? Das muss nicht immer was heißen. So erfahrungsgemäß häufig Leute, die vielleicht auch in der Gruppe Ärger suchen, die orientieren sich nicht danach, sieht einer gefährlich aus oder nicht, weil die grundsätzlich von sich selber überzeugt sind und sagen, hey, wir sind zu dritt, egal wer das ist. Und wenn das Superman ist, den schaffen wir schon. Aber für so einen gewissen Look, also wen ich immer sehr angsteinflößend, unangenehm fand. Also es gibt natürlich einige Fighter, wenn du weißt, was Fedor für ein Typ ist, machst du um den großen Bogen. Wenn du es jetzt nicht weißt, sieht Fedor jetzt vielleicht auch nicht unbedingt aus wie der Boogeyman. Francis Ngannou wäre natürlich ein naheliegender Tipp. Also ich glaube, wenn Francis irgendwo oben ohne an einem Auto gelehnt steht, würden deutlich mehr Leute vorbeigehen, als sagen, ja, seinen Wagen will ich haben. Aber wen ich immer sehr angsteinflößend oder respekteinflößend und böse reindrucken fand, Rampage Jackson. Den würde ich bitten, also Rampage hat, also jeder, der schon mal auch seinen Twitch-Kanal verfolgt hat und seine Interviews gesehen hat, weiß, das ist auch ein lustiger Vogel. Der wird wahrscheinlich trotzdem meinen Wagen irgendwo klauen, um die Ecke parken, nur um mich zu verarschen. Aber Rampage würde ich meinen Wagen anvertrauen und sagen, bitte passt drauf auf. Ich denke, da würden auch deutlich mehr Leute vorbeigehen, als sagen, ja, von dem Typen versuche ich jetzt den Wagen zu klauen. Rampage hatte irgendwas. Irgendeine Aura, diesen Blick. Ja, und natürlich, selbst wenn es hart auf hart kommt, der Typ hat ausgeteilt, jetzt gibt es keinen Morgen mehr. Rampage Jackson, das wäre mein Tipp. Oder jemand wie Krokop. Krokop wäre auch ein guter Tipp gewesen, glaube ich. Der nimmt dich auch komplett auseinander und sieht auch genauso aus. Bas Rutten. Der sieht auch so, als ob er morgens zum Frühstück erstmal eine Packung Nägel essen würde. Gibt einige, ich bleibe jetzt aber doch bei Rampage. Das war's schon wieder für heute. Wie immer danke ich euch sehr fürs Einschalten. Passt auf euch auf, bis demnächst. Let's fight.